stehen wir als Familie ganz kurz vor dem Urlaub. Endlich zur Ruhe kommen. Abschalten, durchatmen und auftanken. Manchmal spricht man auch von einem bei sich ganz selbst sein dürfen. Das bei sich selbst sein dürfen ist eine Sehnsucht, die wahrscheinlich hinter so mancher Urlaubsplanung steckt. Die Seele baumeln lassen, sagt man. Mir persönlich ist dieses Bild zu haltlos. Ich stelle es mir nicht so angenehm vor, irgendwo meine Seele rumbaumeln zu lassen. Aber was damit gemeint ist, drückt ein tiefes Bedürfnis aus. Frei sein von äußerem Druck, sich um die Seele kümmern, die im Alltag vielleicht auch ganz häufig zu kurz kommt. Atem holen, Ruhe finden und einfach mal einen Moment innehalten in einer Zeit, die einfach nur so daherläuft. Und wie oft sehen wir uns Fotos an aus Urlaubsprospekten, die uns eine wunderbare Landschaft zeigen und unsere Sehnsucht vielleicht auch nach einem Traumstrand, nach einem Traumort plötzlich größer wird. Und vielleicht kennen Sie auch alle diesen ganz bekannten Satz: Das Geheimnis eines glücklichen Lebens ist, ab und zu ans Meer zu fahren. Die Sehnsucht nach Entspannung, nach Freiheit, nach Gelassenheit, nach Wohlfühlen. Wer braucht das nicht? Neu ist nur für mich, als ich so darüber nachgedacht habe, dass wir diese Sehnsucht doch ganz häufig auf den Urlaub verlegen. Und die Vorfreude auf die Sommerferien in NRW, haben wir jetzt schon Sommerferien, diese Vorfreude ist allseits spürbar. Und diese Sehnsucht, als ich darüber nachdachte, da sind mir die Worte aus Psalm 42 in den Sinn gekommen. Und dort heißt es: Wie der Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, zu dir. Meine Seele dürstet nach dem lebendigen Gott. Wann darf ich kommen und Gottes Angesicht schauen? Lechzen ist, wie ich finde, ein guter Ausdruck für das, was Menschen empfinden, wenn sie sich nach ihrem Urlaub sehnen. Auch ich habe in den letzten Wochen und Tagen schon meinen Urlaub herbeigesehnt und ich habe ganz ehrlich danach gelächzt. Lechzen in Verbindung mit Gott, wenn ich darüber nachdenke, das scheint zunächst deutlich unpopulärer zu sein als Lechzen in Bezug auf den Urlaub. Aber der Wunsch nach einem schönen Urlaub steht auch für die Sehnsucht nach erfüllter Zeit, nach innerer Lebendigkeit oder aber wieder lebendig werden. Wieder voller Freiheit sein, auch dann, wenn die Arbeit uns vielleicht überrennt. Und zugleich Sehnsucht auch noch haben nach innerer Nahrung. Es ist eine tiefe Sehnsucht nach Berührung durch das Göttliche. Die alten Worte aus Psalm 42 lassen uns ganz mal dahinter schauen, was die wirklich meinen. Also dürsten und lechzen nach einer lebendigen Erfahrung mit dem Göttlichen. Also mit einer Erfahrung, die wir auch mit Gott machen in unserem Leben. Gott nämlich als denjenigen zu begreifen, nach dem ich mich sehne. Gott vielleicht auch als Regisseur für unser Leben zu sehen. An dem ich mich ausrichte, der mir Quelle ist und an dem ich auch meinen Tank wieder auffüllen kann, der vielleicht in den letzten Jahren, vielleicht Wochen oder Tagen leer geworden ist. Ein Dürsten nach Gott in meinem Leben. Denn auch Gott, das sollten wir uns immer wieder neu bewusst werden, Gott stillt unseren Durst. Welche Sehnsucht möchten Sie in diesem Sommer stillen? Ich werde in diesem Sommer meine Sehnsucht nach Ruhe, nach Sport, nach Zeit stillen werden. Und das kann ich am besten, wenn ich an der Ostsee bin, dass ich dort meine Zeit genießen werde. Und dieses Jahr werde ich mit meinem Geburtstagsgeschenk, meinem Board, nämlich mit dem Stand-up-Paddling, was ich dann machen werde auf der Ostsee,
Dort werde ich meine Zeit genießen und meine Sehnsucht nach Sport erfüllen. Ich werde jeden Tag hinausfahren und mir die Zeit nehmen für meine Familie und dabei auch meinen Durst nach Sport stillen. So kann ich persönlich abschalten und zugleich merke ich aber auch auf der anderen Seite, dass Gott wieder viel mehr Raum und Zeit bekommt, dass das, was meinen Alltag eigentlich auch im Pfarramt nähren sollte, in den letzten Wochen viel zu kurz gekommen ist und viel zu wenig genährt wurde. Gott kann auch meine Sehnsucht stillen, mir das wieder bewusster zu machen im Urlaub, indem ich mich entschleunige und auch meiner Seele ein paar Momente der Gnade schenke. Darauf freue ich mich. Und ich wünsche Ihnen eine ganz gesegnete Sommer- und Urlaubszeit. Bleiben Sie doch auch voller Sehnsucht und lassen Sie sich von Gottes Geist berühren.